Servus Leute, hier ist wieder euer Wanderdrang. Heute mit einem Thema, das mich schon ein bisschen länger beschäftigt. Ich zeig's euch mal gerade hier. Ich bin hier jetzt am Hang. Hier geht's nur den Berg hinunter. Und die Thematik ist heute, ich möchte etwas bauen zum Schlafen am Hang. Und das seht ihr dann jetzt gleich. Auf geht's. Ja, so sieht das Gelände hier aus. Hier oben habe ich schon ein bisschen Holz gesammelt unterwegs. Und hier geht's schön nach unten. Schön abschüssig. Heute ist es, ich brauche einen Schlafplatz am Hang und das möchte ich heute bauen. Also fangen wir an. Was brauchen wir als erstes? Wir brauchen unsere Säge, die ist ja immer am Start, die Sigi Gomboy. Und dann Paracord. Mit dem Paracord zeige ich euch gleich, möchte ich hier ein bisschen eine Technik ausprobieren mit dem Paracord. Bisschen umwickeln, Art Schlaufetechnik. Ich habe hier meinen Paracord für den ersten Vorgang und das habe ich mir jetzt hier doppelt gelegt und jetzt werde ich das Ganze einmal so zusammenlegen, so zusammen, dann hier um den Baum herum und dann das Ganze miteinander verbinden. Hier einmal durch, hier einmal durch und dann haben wir hier unser Fixpunkt, den können wir dann uns hier auf die Seite rüber fixieren und dann mache ich mir hier eine Schlaufe mit einem Knoten. Das muss jetzt nichts Besonderes, weil wir arbeiten jetzt hier nur mit Druck. Ja. Also hier festziehen und hier dann unsere Schlaufe. Ich zeig's mal. Also hier ist die Schlaufe und da will ich später den Ast hineinlegen und dann hier mit Druck arbeiten. Hier ist die Schlaufe und hier haben wir das Ganze gedoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt unten einfach einen Doppelknoten reinmachen und dann haben wir hier unsere Schlaufe. Für Druck aufzubauen, das reicht definitiv. Jetzt legen wir den ersten langen Ast, den ich hier im Wald gesucht habe, den lege ich jetzt hier rein und vermittle mir das Ganze etwas, so dass die Biegung hier auf dem Holz schön so mit dem Hang gleich ist, kein Bogen nach oben, das würde ja keinen Sinn ergeben, aber so ist das schon mal nicht schlecht. Da können wir jederzeit hier noch weiter rausgehen, für am Hang anzupassen. Und das zeige ich näher. Wenn es fertig ist, zeige ich euch schön, wie ich mich hier in die Schräge angepasst habe. Jetzt nochmal das Paracord zusammenklappen. Einfach so zusammenklappen. Doppeln um den Baum herum. Dann haben wir jeweils hier die Öffnungen. Die nutzen wir natürlich, ganz klar. Für hier durchzufädeln und dann auf der anderen Seite wieder runter. So, sehr geil. Einmal durchgezogen. Jetzt haben wir den, können wir den hier immer noch vermitteln. Gehen wir natürlich runter auf das andere Stück Paracord. Sehr geil. Hier jetzt auch wieder einmal zusammen, Knoten. Können wir unten nochmal einen Knoten machen für die Stabilität. Jetzt haben wir hier unsere Schlaufe und jetzt können wir das nächste Holz, habe ich auch schon hier parat. Wie gesagt, schaut da ein bisschen auf die Biegung. Geht mit dem Hang, fühlt das Ganze etwas, dass wirklich, wir sind hier abschüssig und der Hang, stellt euch das einfach vor wie so eine Wanne und das wollt ihr ausgleichen. Und das wollen wir jetzt hier ausprobieren. Jetzt gehen wir das hier auch hier so rein. Wie gesagt, das können wir alles schön vermitteln, so wie wir es brauchen. Ja, das sieht doch schon ganz cool aus. Sehr geil. Da noch ein bisschen zurück. Ja, Leute, das sieht auch schon sehr gut aus. Damit kann man auch arbeiten. Ich gehe jetzt hier noch ein kleines bisschen höher, mittel mir das noch ein bisschen aus.
weiter geht's. Und ja, wie gesagt, unsere zwei Halter für dann jetzt unser Bett zu bauen, haben wir hier schön eingefangen mit den Schlaufen, schön auf Druck. Und jetzt tun wir uns das Ganze etwas herrichten, für dann drauf zu liegen. So sieht das Ganze aus, etwas wild. Hier sind dann die Schlaufen. Da hängt alles schön drin. Das ist schön stabil, das hält richtig gut. Wie gesagt, ich habe das Ganze etwas so gemacht, dass das sich so ein bisschen dem Hang anpasst. Und jetzt füllen wir hier alles aus mit Holz und schauen mal, wie wir dann eine gute Fläche kreieren können. Fangen wir hier an mit unseren Hölzern und bauen uns das Ganze Stück für Stück nach hinten auf, so dass wir dann eine komplette Liegefläche haben. Auf geht's! Ja, ich glaube, man kann es schon gut erkennen, was das Ganze werden soll. Jetzt müssen wir den Rest noch auch ausbauen, dass es auch eine Liegefläche ist für eine Größe, sag ich mal, gute 2 Meter. Jetzt gehen wir noch weiter Holz sammeln, für das Ganze auszufüllen. Auf geht's! Natürlich ist klar, das ist jetzt ein bisschen Aufwand, weil ich es ja wieder mit Totholz zeige. Ich muss ein bisschen rumlaufen. Das kostet jetzt ein bisschen Zeit, aber ich denke mal, das kann sich so schon mal sehen lassen. Probier mal so von oben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, was ich vorhabe, wie das Ganze aussieht. Ich finde es jetzt schon sehr geil. Also, weiter geht's. Jetzt kommt das Ganze langsam richtig zur Geltung. Ja. Sehr geil. Stück für Stück noch bis da vorne hin ranarbeiten und dann machen wir gleich hier mal Probe liegen. Ja, das nächste Holz gefunden. Jetzt geht es hier weiter Stück für Stück anpassen. Immer ein bisschen die Biegung vom Holz ein bisschen beachten, dass das auch so ein bisschen, wie gesagt, ne, so ein bisschen wie eine Wanne sich das Holz Stück für Stück hier anpasst. Jetzt habe ich hier noch, das muss ich noch zurecht sägen. Lege ich mir hier auf die Seite und dann wird das alles Stück für Stück zurecht gesägt. Das nächste Holz ist besorgt. Jetzt geht es hier weiter mit dem Ausbau. Ich denke, bei der dritten Runde hier bin ich mit dem Ausbauen fertig und dann kommt das erste Probeliegen. Sieht schön den Höhenausgleich. Wie gesagt, alles mit Totholz ist dann eben nicht so akkurat, aber das passt schon. Das Ganze wäre jetzt zum Beispiel für eine Nacht. Ich denke, das passt richtig gut. Ich säge das jetzt hier noch ab. Das hier stört mich noch ein bisschen. So, das Ganze ein bisschen vermitteln. Ja, sehr geil. Und dann machen wir jetzt mal Probe liegen. Ja, es fühlt sich schon gut an. Schön stabil. Ja, sehr geil. Oh, mega. T-Shirt ein bisschen zurück. Oh, geil. Ja, das ist schon richtig cool. Moskitos sind auch genug da, fressen mich alle auf. Also ich lege mich jetzt mal, ich bin ja Seitenschläfer. Ja, sehr geil. Oh, mega. Jetzt noch hier mit Moos auspolstern. Und dann denke ich, ist das für eine Nacht, ist das richtig gut. Top. Jetzt lege ich mich einfach mal auf die andere Seite. Weil ich möchte mal wissen, wie es ist, so ein bisschen berghoch legen.
hinlegen, so ein bisschen die Schräge nutzen, die Beine ein bisschen nach oben. Da teste ich mal das, wie das ist. So, gut, okay, das ist schon extrem schräg, aber das wäre mit einem Kissen, wäre das auch eine Alternative, aber da muss ich sagen, bevorzuge ich natürlich die Variante, die Beine schön nach oben und dann einfach so zurück. Ja, sehr geil, sehr geil. Ja, hier sieht man es richtig schön, die Distanz rausgeholt hier am Baum, dann in die Schräge hoch zum Hang. Das kommt richtig gut. Sehr, sehr geil. Jawohl. Ja, könnte ich mir jetzt wirklich gut vorstellen, da eine Nacht drauf zu schlafen. Wie gesagt, mit der Isomatte oder eben mit Moos abdecken. Das ist schon richtig cool geworden. Ja, von meiner Seite her sage ich definitiv, ja, das wirkt richtig gut von hier oben. Sehr geil, sehr geil. Also von meiner Seite her sage ich Daumen nach oben mit der Schlaufentechnik einhängen und dann die eigene Last tragen. Sehr schön. Ja Leute, das ist doch mal eine Hausnummer. Ich zeige es euch nochmal. Ein schönes Brett hier an den Hang. Sehr geil. Mir gefällt es richtig gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ein bisschen Bushcraft oder ein bisschen Survival, was man draußen alles so machen kann, ohne großen Schnickschnack, alles mit Totholz. Ja, ich zeige es euch nochmal in Ruhe und dann probiere ich noch ein bisschen mit Moos abzudecken und dann schauen wir uns das Ganze nochmal zusammen an. Ja, ich lege jetzt los mit dem Moos auslegen. Auf geht's! Das ist jetzt das Endresultat. Einmal schön abgepolstert, komplett mit Moos schön bedeckt, dass man die einzelnen Rippen vom Holz, die Abstände nicht mehr so spürt. Das ist eine schöne Britsche. Das ist meine Liegefläche. Das sieht mal richtig, richtig geil aus. Also mir gefällt es richtig gut. Schreibt mal in die Kommentare. Dann hole ich mal das Handy jetzt so in die Hand und leg mich mal auf das gute Stück drauf. Langsam absetzen. Ja. Oh, das ist aber schon. Oh, das ist geil. Also Leute. Also ich feiere das. Mir gefällt es richtig gut. Das ist jetzt auch mit dem Moos. Das ist einfach mega. Ich finde es genial. Und Stabilität. Ich wackel jetzt mal hier. Boah, da, also ich habe jetzt knapp 100 Kilo. Das passt auch gut. Ich zeige es euch jetzt mal nochmal von oben. Man hat jetzt hier auch einen schönen Blick, weil man liegt jetzt fast gerade. Ich kann jetzt komplett in den Wald schauen. Ach, mit Totholz ist es ewig schwieriger, weil man muss wirklich hier im Wald rumlaufen und sammeln und zusammenraffen. Aber das Endprodukt zeigt sich doch, dass es wirklich top ist und dass das auch Spaß gemacht hat, so etwas zu bauen. Mit der Technik unten, mit den Schlaufen einhängen, mit dem Eigengewicht kontern, Druck aufbauen und Stabilität gleichzeitig, finde ich sehr, sehr geil. Also, das war das Video heute vom Wanderdrang. Und ja, ich zeige euch jetzt noch einmal den
Shelter am Hang. Also bis dann, euer Wanderdrang.